Hallo zusammen. Ich wollte heute mal kurz die aktuellen Sachen aus der letzten Woche berichten und dort gibt es ja einige Neuerungen auch beim Thema Corona-Verordnung. Wir haben die Spielplätze jetzt Donnerstag wieder geöffnet, auch die Skateanlage. Heute werden die Kollegen vom Bauhof noch die entsprechenden Schilder auch nochmal abholen, die alten und neue anbringen, wo nochmal auf die entsprechenden Abstandsregelungen hingewiesen werden. Ich möchte auch noch mal daran erinnern, dass insbesondere auf der Skateanlage bitte die Abstände eingehalten werden sollen, denn dies dient ja zum Schutz aller. Wir hatten gestern Abend auch die Ratssitzung, wo die Entscheidung zur Zügigkeit für die Gymnasien beraten wurde und entschieden wurde. Dort hat man dem Beschlussvorschlag von mir bzw. der Verwaltung nicht gefolgt. Das heißt, die Zügigkeiten auf dem Gymnasium bleiben insgesamt auf 6, also jeweils 3 Züge bestehen, wie sie vorher schon einmal in der Vergangenheit beschlossen wurden. Wir werden nächste Woche mit den Schulleitungen sprechen und das weitere Verfahren dann genau abstimmen. Ab Montag können die Fitnessstudios auch wieder öffnen und die Tanzschulen. Auch ist die 800 Quadratmeter Regelung für größere Geschäfte aufgehoben. Das heißt, H&M und C&A bei uns in Geldern können entsprechend wieder ihre gesamte Verkaufsfläche öffnen. Wir bekommen täglich neue Informationen. Auch Restaurants sollen ja ab nächste Woche wieder öffnen. Da haben wir noch nicht alle Details vorliegen, wie das genau gestaltet werden soll. Sobald wir es haben, informieren wir sowohl Sie als auch natürlich entsprechend die Inhaber. Es sind ja auch weitere Lockerungen bis Ende des Monats geplant, was zum Thema Sport, Sportstätten, Turnhallen, Schwimmbäder, Hallenbäder. Da sind noch einige Sachen, die ja bis Ende des Monats kommen, werden wir auch immer detailliert darüber berichten. Die Kollegin, die unseren Facebook-Account hier macht, hat schon vom Land NRW die entsprechenden Flyer bzw. Plakate diese Woche auch hochgeladen, wo man die Eckpunkte auch schon entsprechend daraus entnehmen kann. Im Moment sind wir bei den Infektionszahlen bei 85. Manche haben es vielleicht entsprechend der Statistik schon entnommen. Das heißt, es stabilisiert sich und das ist auch gut so. Und deshalb meine Bitte auch nochmal, bitte die Abstandsregeln einhalten, weil ich glaube, das hilft und schützt uns alle. Und in diesem Sinne allen ein gutes Wochenende. Tschüss.